machen und ich liebe es, hier zu sein. Ich glaube, mich braucht es hier. Ich komme ja auch von hier. Schau mal dort oben, der Mann am Fenster. In dieser Wohnung bin ich mal aufgewachsen. Alle Schülerinnen und Schüler kommen aus armen Verhältnissen. Die wenigsten von ihnen werden einmal Profis. Beim Jorginho müssen darum alle auch noch allgemeine schulische Kurse besuchen, dass sie allenfalls auch noch einen anderen Berufsweg einschlagen könnten. Ich möchte den Kindern hier helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Ich möchte ihnen zeigen, dass sie mit dem Fußball groß herauskommen können. Aber sie sollen nicht meinen, dass es der einzige Weg ist. Jessica könnte es schaffen. Sie hat bei einem Profiklub für 2005 ein Angebot bekommen. Dank dem Training bei ihrem Idol Jorginho. Porque Jorginho é o seu ídolo. Ich bin ein Fan von Jorginho. Ich vertraue ihm voll. Er ist einfach ein klasse Fußballer. Was er uns zeigt, überzeugt mich. Ich möchte so werden wie er. Darum ist er unser aller Vorbild. Willst du Profi werden, weil du der Armut entrinnen und einmal viel Geld verdienen möchtest? Es wäre schön, wenn ich mit dem Fußball mein Leben verdienen könnte. Klar, in Deutschland zum Beispiel könnte ich damit vielleicht einmal richtig viel Geld verdienen. Aber ich mach's nicht wegen dem Geld. Mein Ziel ist, einmal in die Nationalmannschaft zu kommen. Und dort würde ich es aus Überzeugung machen. Aber mit dem Fußball mein Geld zu verdienen, das wäre schon toll. Zurück in Buenos Aires. Ausgerüstet mit einem Schal in den Farben von River Plate machen wir uns auf den Weg ins Stadion. River Plate ist gleich wie der Erzrival Boca Juniors in La Boca gegründet worden. Sie sind aber in den 30er Jahren in die Stadt El Núñez gezügelt. Heute steht das Spiel gegen Lanús an. Kein grosser Name im argentinischen Fußball, darum wird das Stadion nicht ganz voll sein. Aber die Stimmung ist gleich schon vielversprechend. Die ewige Tabelle führt River Plate unangefochten an. In laufender Meisterschaft spielen sie zwar vorne mit, ganz an die Spitze, reicht es aber nicht. Das Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti ist das grösste Stadion von Argentinien und wird schlicht El Monumental genannt. 1978 hat hier Argentinien gegen Holland in der Verlängerung 3:1 gewonnen und ist so Weltmeister geworden. Das Stadion und diese Fans sind also wirklich monumental. Und hier darf man auch nicht einfach jubeln wie im Wankdorf, sondern auch das muss gelehrt sein. So, jetzt abhocken und konzentrieren. Das Spiel fängt an. Am nächsten Morgen habe ich dann wieder die Ruhe gesucht. Auch die findet mir in Millionenmetropole Buenos Aires. La Boca ist wahrscheinlich das bekannteste Viertel der Stadt. Es liegt ganz im Osten und es ist berühmt für seine bunten Häuser und Tango-Tänzer auf der Straße. Neben den Tänzern und Artisten finden sich vor allem auch Lebens- und Überlebenskünstler in diesem Viertel. River Plate und Lanús haben gestern übrigens 1:1 unentschieden der Match beendet. Die grössten Gegner von River Plate heissen aber Boca Juniors. Und Boca Juniors kommen aus diesem Quartier hier, nämlich aus La Boca. Hier ist alles sehr fröhlich und farbig auf den ersten Blick. Wenn man aber so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann kommt die Fassade relativ schnell weg. La Boca gehört nämlich zu den ärmsten Quartieren von Buenos Aires. Und leider ist es nicht das einzige.
Hier sind viele Leute auf Strassenküchen oder andere öffentliche Einrichtungen angewiesen, damit sie überhaupt überleben können. Isabel Florido, die ist vor ein paar Jahren schon einmal einfach durch Buenos Aires gereist und dabei hat sie so eine Strassenküche besucht und natürlich auch die Köchin, die Margarita, kennengelernt. Es ist ein bisschen differente aquí que en la ciudad. Da hat es etwas anders ausgesehen als in der Innenstadt. In den letzten Jahren der grossen Wirtschaftskrise sind sehr viele Leute arbeitslos geworden. Und der frühere starke Mittelstand in Argentinien ist verarmt. Leidtragende von dieser Entwicklung sind wie immer die Kinder gewesen, die plötzlich, wie in einem Drittweltland, zu wenig zu essen hatten. Vor 7 Jahren hat Margarita Barrientos in dem ärmlichen Quartier von Buenos Aires angefangen, für die Kinder in der Umgebung zu kochen. Hola. Mittlerweile ist eine riesige Organisation entstanden und 1'800 Leute werden täglich in der Strassenküche von Margarita verpflegt. Bien, soy Isabel, usted es Margarita. Yo soy Margarita y muchísimas gracias por estar en mi casa. Gracias. Adelante, por favor. Sí, 25 Frauen aus der Gegend arbeiten hier ehrenamtlich mit. Und vor kurzem konnte Margarita mit einer Einzelspende eine richtige Bäckerei einrichten. Für die Mütter, die die Chance haben, zu arbeiten, hat Margarita eine Kinderkrippe eingerichtet. Sie war froh über jedes alte Spielzeug, das gespendet wurde. Mütter ohne Job wechseln sich ab, den Kleinen zu schauen. Mama, du isst? Wie ist es? Muy bien. ¿Qué te llamabas? Yo me llamo Isabel. ¿Y tú? Mi mamá se llama. Jeden Tag, Punkt 12, bildet sich eine lange Schlange vor der Strassenküche. Die Ernährung ist sehr ausgewogen. Jeden Tag gibt es ein bisschen Fleisch, Gemüse und Früchte. Wer hier Essen bezieht, muss alle 3 Monate der Margarita ein schriftliches Zeugnis bringen, dass die Kinder auch in die Schule gehen. Es ist ihnen extrem wichtig, dass die Kleinen nicht nur täglich überleben, sondern durch eine Ausbildung auch später eine Chance haben. Margarita hat auch eine unentgeltliche medizinische Versorgung in diesem Quartier sichergestellt. Sie hat Ärzte können dazu überreden, tageweise ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Mit den Gratismüsterli, die die Pharmaindustrie an die Ärzte in den grossen Spitälern verteilt, haben sie eine richtige Apotheke eingerichtet. Aber nicht nur für das körperliche Wohl ist gesorgt. Eine Bibliothek haben sie auch gerade mit geschenkten Büchern aufgebaut. Der Mann der Margarita kümmert sich mit viel Engagement um das Projekt. Wie wichtig es gewesen wäre, lesen und schreiben zu können, hat er als ehemaliger Karton- und Abfallsammler am eigenen Leib erfahren. Ich habe mich mit Margarita darüber unterhalten,
wie sie auf die Idee kam, ist, die Strassenküche zu gründen. Die Idee entstand, als wir hierhin umgezogen sind. Es wohnten wenig Leute hier. Ich habe eine Vereinigung von Müttern gegründet, eine Kommission, um Probleme zu lösen. Viele Kinder hatten kein Dach über dem Kopf. Einige Familien waren in einer sehr schwierigen finanziellen Lage. Die Leute sollten das Nötige zum Leben erhalten, gesunde Mahlzeiten. Wie finanzieren Sie diese Küche? Wir bekommen Spenden in Geld oder Lebensmitteln von privaten Leuten. So können wir weiterarbeiten. Und woher nehmen Sie die Energie für diese tägliche und schwere Aufgabe? Von meiner Familie, meinem Mann, meinen Kindern und allen Leuten, die mir täglich helfen. Wie viele Kinder haben Sie? Ich habe 10 Kinder und 4 Enkelkinder. Und Sie arbeiten alle hier? Sie und Ihr Mann haben das alles aus dem Nichts aufgebaut, ohne Geld, ohne Erfahrung. Wie haben Sie das geschafft? Naja, im Laufe der Zeit bekommt man Erfahrung. Tag für Tag lernt man etwas dazu. Was würden Sie tun, wenn Sie plötzlich viel Geld hätten? Daran habe ich noch nie gedacht. Ich will nur das hier weiterführen können. Ich habe noch nie an viel Geld gedacht. Wie geht es weiter, wenn es Sie eines Tages nicht mehr gibt? Meine Kinder werden weitermachen. Soledad ist eine sehr aktive Person, die das alles hier gerne macht. Beatrice, eine andere Tochter, würde auch weitermachen. Ich weiß, dass beide mit Vergnügen und Lust arbeiten würden. Sie würden auch so viel Liebe aufbringen, wie dieser Ort braucht. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass es keine armen Küchen mehr braucht, dass die Leute eine gute Arbeit haben, um ihre Familie in Würde zu unterhalten. Ich wünsche das Beste für mein Land. Das traditionelle Tango-Instrument heisst Bandoneon. Es wird in zahlreichen Liedern besungen und gehört zu Buenos Aires genauso wie der Rotwein oder das Fleisch. Trotzdem ist es vom Aussterben bedroht. Nicht nur, weil es heute nicht mehr gebaut wird, sondern auch, weil viele Touristen sich ein Bandoneon kaufen und das dann gar nie brauchen, sondern als Souvenir in den Ecken stellen. Für den Erhalt des Bandoneon kämpft der Instrumentenbauer Oskar Fischer. In seinem Casa del Bandoneon hat der Oskar verschiedenste Bandoneons aus allen Jahrzehnten ausgestellt. Und so kommt hier gerade eine kleine Einführung in die Geschichte von dem melancholischen Blasbau über. Der Deutsche Heinrich Band hat es 1848 konstruiert und 100 Jahre später ist die Produktion eingestellt worden. Seitdem hat es niemand mehr geschafft, ein Bandoneon zu bauen, das so gut tönt wie das Original. Wie man auf diesen vielen Tasten eine Melodie herzaubert, habe ich bis zum Schluss nicht begriffen. Ein klares System gibt es nämlich nicht. Aber der Ehrgeiz hat mich dann doch noch gepackt und ich wollte das eindrückliche Instrument auch noch mal in die Finger nehmen. Aber wie befürchtet, wird das leider nichts mit der grossen Karriere. Ich glaube, es ist nicht unbedingt mein Instrument. Der Oskar Fischer ist einer von nur 3 Instrumentenbauern in Argentinien, die Bandoneons stimmen und flicken können. Er ist ein wahrer Doktor für die sensiblen Instrumente. Und wenn er von seinen Patienten redet, kommt er auch gerade ins Schwärmen. Diese Maschine hier brauche ich, um die sensiblen Instrumente zu stimmen. Mit viel Geschick, Fingerspitzengefühl, Geduld holt er aus diesen antiken Instrumenten das Maximum raus. Eine Arbeit, die nur mit viel Leidenschaft gemacht werden kann. Identificar a primera vista. Entonces, esto me ayuda
Und warum dass man Oscar Fischer als Bandoneon-Doktor bezeichnet, habe ich jetzt auch begriffen. In diesem Fall, bueno, de la etapa. Ui. Eso se escucha simplemente sin el estetoscopio, pero. Könnte man sagen, das Bandoneon ist wie ein Lebewesen? Ja, absolut. Es reagiert wie der Mensch auf Temperaturen oder auf Feuchtigkeit und muss dementsprechend behandelt werden. Woher kommt die Faszination und die Liebe für das Bandoneon? El sonido es muy particular, es diferente a cualquier otro instrumento. Der Ton des Bandoneons ist trauriger und melancholischer als der anderer Instrumente. El toque es como melancólico y triste. Was mir besonders gefällt, ist, dass mich der Klang beruhigt. Und obschon das Bandoneon eigentlich eine Maschine ist, hat jedes Instrument seinen eigenen, speziellen Charakter. De máquina o gusano que se mueve, ¿no? Donde uno puede tener una. Jedes fühlt sich anders an, liegt anders in der Hand. Incluso con un bandoneón o con otro. Es ist so wie bei den Frauen. Alle sind verschieden. Für mich sind Bandoneon eine Obsession. Sobald ich ein scheinbar perfektes Instrument in den Fingern habe, suche ich bereits nach einem noch besseren, noch perfekteren. Der Oscar Fischer hat mich ein bisschen angesteckt mit seiner Leidenschaft für die Instrumente. Und so wollte ich mich noch das letzte Mal verzaubern von diesen melancholischen Klängen. Buenos Aires ist eine Stadt mit vielen Facetten und Emotionen. Und so sind auch die Leute. Sie zeigen ihre Gefühle und leben sie aus. Es ist jetzt 2:30 am Morgen, das heisst für Porteños fängt das Nachtleben jetzt erst so richtig an. Aber das heisst auch für mich, dass ich mich leider frühzeitig verabschieden muss. Nicht nur von Buenos Aires, sondern auch von euch. Ich hoffe natürlich sehr, dass die Stimmung von dieser Stadt bis zu euch hat in die Stube durchdringen. Und falls ihr jetzt die Herausforderung annehmen und wollt lernen Bandoneon spielen oder lernen Tango tanzen, dann findet ihr alle Infos und natürlich auch die Fragen zu unserer Sendung auf unserer Website. Meine Weltreise geht weiter, als nächstes auf die Insel Curaçao in der Karibik. Und ich hoffe natürlich sehr, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei. Wir sehen uns. Hasta la vista. Tschüss. Bleiben Sie dran. Gleich gibt es für Sie noch eine Gewinnchance. Haben Sie auch Lust zu verreisen? Rufen Sie jetzt an und machen Sie mit. 0901 311 411 oder per SMS oder WAP. Und gewinnen Sie ein Schneeschuh-Tracking durch die Zentralschweiz für 2 Personen. Offeriert von Baumaler Reisen, Spezialist für weltweite Aktiv- und Abenteuerreisen.